So, Kinders, guten Abend. Da sind wir wieder. Ihr könnt mir einen Gefallen tun, mal einen Daumen hoch geben für den Ton. Also, dass ich so komisch klinge, das liegt nicht am Mikro, das bin ich. Ich war ein bisschen erkältet und irgendwie Stimme ist immer noch ein bisschen mies. So. Ich habe mir mal überlegt, ich mache mal was zur Technik. So, Ludger sagt, ich bin zu sehen. Das ist schon mal gut. Zu sehen ist schon mal gut. Hört er mich auch irgendwie so ein bisschen? Könnt er mich hören? Ton super, auch gut. Super. Schön, Dankeschön. Also, wir haben heute gesagt, wir machen mal ein bisschen was zum Thema Technik. Nicht, weil ich da so ein Fan von bin, sondern weil das so oft gefragt worden ist. Und da habe ich mir so eine Liste gemacht. An der versuche ich mich jetzt irgendwie lang zu hangeln. Wenn ihr da Fragen habt, müsst ihr irgendwie reingrätschen. Müsst ihr sagen, ja, ist doof, aber erzählt doch mal da und da, dann mache ich das im Normalfall. Ich habe hier auf meiner Liste, habe ich so eine Reihenfolge stehen. So, und die Reihenfolge ist aber nicht fix, weil die Reihenfolge ist so, es gibt verschiedene Methoden, wie ihr mit eurem Honig umgehen könnt. Also wir machen heute nicht den Teil, okay, ganz kurz. Wir machen heute nicht den Teil vor der Schleuder bis zur Schleuder. Und auch nicht den Teil Schleuder, sondern wir machen nur den Teil nach der Schleuder bis im Glas. Ja? Und zwar machen wir das deswegen, weil nächste Woche ist ja der Herr von der Uhr da und erzählt euch was über Honig. Und ich dachte mir, es wäre vielleicht ganz sinnvoll, dass wir da so ein bisschen den technischen Rahmen drumherum vorher mal festzurren, weil sind ja doch einige dabei, die da neu in der Imkerei sind und dann ist es immer ein bisschen schwierig, dann redet man von irgendwas und dann sollte man auch irgendwie, wenn man dann gar nicht weiß, worum es geht, dann ist man so, ja, dann ist das so ein bisschen, wie soll ich sagen, schwierig zu folgen vielleicht. So, es geht also um die Sache Honig von der Schleuder bis ins Glas. Das ist ja überschaubar und wenn ich euch jetzt sage, das ist fast genauso viel Arbeit wie die Arbeit davor, dann guckt da. Am Anfang ist das nicht so, aber wenn ihr den in einer guten Qualität immer wieder im Glas haben wollt, ist es halt doch Arbeit. Das geht nicht von alleine und da muss man ein bisschen was bei, wie soll man sagen, muss man ein bisschen was bei beachten. Also, wir haben jetzt hier die Themen 7, haben wir jetzt Eimer, Glas, wir haben das Thema Auftauen, wir haben das Thema Militärm, wir haben das Thema Rühren und wir haben das Thema Abfüllen. So, ist ja schon mal relativ überschaubar. Da kommen wir, glaube ich, mit hin heute mit der Zeit. Und ihr habt danach vielleicht eine Idee, weil das doch immer sehr viele missverständliche Sachen sind. Ich habe heute auch ein Novum. Und zwar, nee, ist gar kein Novum, aber doch ein ziemliches, eine Seltenheit. Ich habe ein paar Sachen zum Angucken dabei. Ich habe mir hier so Sachen hingelegt, könnt ihr nicht sehen. Ich will ja den Spaßwert nicht irgendwie hier. Und da könnt ihr, zeige ich euch gleich mal ein paar Sachen. So. Die Abläufe, also ihr habt drei Möglichkeiten im Prinzip mit dem Honig umzugehen. Die erste Möglichkeit ist, der Honig kommt aus der Schleuder. Ihr packt den so, wie er aus der Schleuder kommt, packt ihr den ins Glas. Wenn ihr in Berlin in Prenzlberg wohnt oder irgendwie in so einer Stadt, wo so viele Hipster unterwegs sind, könnt ihr das machen. Hamburg ist auch eine super Stadt für sowas. Da müsst ihr dann draufschreiben, extra raw, was auch immer. Und darauf hoffen, dass ihr immer neue Kunden habt, weil die Kunden kommen in der Regel nicht so oft. Das klingt nämlich geiler, als es ist. Es gibt Honige, wo das gut funktioniert. Wenn du so einen Sommertrachthonig hast und der ist so ein bisschen, ja, was weiß ich, so lindenbasiert und vielleicht noch ein bisschen Tau drin, der wird zwar auch fest, aber der wird nicht hart. Den kann man immer essen. Und zwar ist das dann so, das ist mein Lieblingshonig zum Beispiel aus meiner Kindheit. Wenn du so Gläser hattest, so flüssigen Honig und unten wird der so kristallig und den dann kriegst du extra dick aufs Brot und das knirscht so ein bisschen zwischen den Zähnen. Ich persönlich habe das als Kind so gehabt und finde das geil. Aber es ist natürlich, wenn du wirklich verkaufen willst oder anders an Leute rausgibst, ist das jetzt nicht mehr Stand der Technik. Ich zeige euch aber auch, wie ein Honig aussehen sollte, in meinen Augen, den man verkaufen kann, wo man auch ein bisschen stolz drauf sein kann. Aber das muss man ganz klar sagen, wenn ihr in so einer Großstadt wohnt, wo ihr diese Art von Klientel habt, dann kann man mit so einem Honig, der jetzt handwerklich echt nicht besonders gut gemacht ist, aber halt speziell ist, da kann man richtig auch
einen guten Preis für kriegen. Da ist dann noch so ein Bienenbein drin oder so, so raw darf er dann wahrscheinlich nicht mehr sein, aber da sind dann, ihr müsst das natürlich positiv verkaufen, da sind dann noch Pollen und was auch immer, was da drin ist, an wertvollen Inhaltsstoffen, ist nichts rausgenommen, der Honig wurde nicht gerührt, wurde nichts mitgemacht. Ja, ne? So, die Möglichkeit gibt es. Ich würde persönlich davon Abstand nehmen, das so zu machen, wenn ihr nicht diese Klientel als Kunden habt. Ihr braucht dann auch ein schickes Etikett, irgendwie mit, was weiß ich, irgendwie schick, retro, und dann macht ihr einen auf heile Welt und dann gibt es bestimmt Leute, die das geil finden. So, das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit wäre, dass ihr den Honig quasi schleudert, dass ihr den Honig siebt, dass ihr den Honig toll abschäumt, dass ihr den Honig im Eimer rührt, wegstellt und wenn ihr, also Moment, ihr könnt den rührt, wenn er dann schön wird, abfüllt und im Glas fest werden lasst. Das geht. Das ist eine gute Methode. Das ist eigentlich die beste Methode. Das funktioniert nicht mehr, wenn ihr eine gewisse Menge Bienen habt, weil ihr könnt in der Zeit, wo ihr schleudern müsst, könnt ihr nicht gleichzeitig die Honigqualität beim Rühren und so, das schafft ihr nicht. Dann gibt es so eine zweite Lösung und da teilen sich jetzt die Wege. Die eine Variante ist so, dass ihr den Honig im Eimer rührt, fertig macht quasi, aber nicht abfüllt, sondern im Eimer fest werden lasst, den ins Lager stellt, kühl, trocken. Und wenn ihr den dann braucht, den Eimer so warm macht, dass der Honig wieder so ein bisschen weich ist, dass man ihn abfüllen kann, ihn abfüllt und dann verkauft. Das ist eigentlich, von der Idee her ist das eine gute Idee. So. Der Nachteil ist aber, ihr habt ganz oft Honige, die dann nicht mehr fest werden. So, sondern die werden dann einfach nur noch so, ich darf das ja nicht so sagen, also ich sage immer schleimig, also weil ich finde das ganz furchtbar, ich mag so Honige nicht. Das ist so, wenn man bei Aldi so einen hellen Honig kauft, so einen Creme-Honig, ich glaube Creme ist so die Umschreibung für Schleim, dann hast du, wenn der Honig zum Beispiel, wenn der ein bisschen zu lange gerührt ist oder wenn der Honig von den Kristallen her so ist, dass die ein bisschen rund sind, weil zu lange gerührt, dann passiert es schon mal gerne, dass der Honig sich aufteilt. Dann hast du oben nachher so eine flüssige Schicht oben drauf und unten hast du die feste Phase. Und dann kann es passieren, weil ja, wenn der Honig kristallisiert, die Glucose, wenn die kristallisiert, dann spaltet die so ein bisschen Wasser ab, nicht viel, ein, zwei Moleküle. Und die sind dann aber in dieser flüssigen Fructosephase, die da drin ist, das sind ja verschiedene Zucker, das wäre jetzt in der Gesamtmenge Honig, stimmt der Wassergehalt, aber in der flüssigen Phase ist er leicht zu hoch und dann kann es schon mal sein, vor allen Dingen, wenn der Honig nicht gut abgeschäumt worden ist, dass du nachher obendrauf so eine leichte gärige Phase hast. Dann riecht der so ganz fruchtig. Ich persönlich würde sagen, verkackt, ja, aber da musst du selber hinkommen, also da müsst ihr selber hinkommen. Die andere Variante ist aufwendiger. Die andere Variante wäre so, dass ihr den Honig grob siebt, müsst ihr gar nicht so super fein sieben, grob sieben, ins Lager stellt, der wird hart im Eimer, wie Beton, und dass ihr diesen Honig dann quasi, wenn ihr ihn braucht, nochmal resettet, dass der wieder so wird, wie er aus der Schleuder gekommen ist, dafür gibt es Technik, kommen wir gleich zu, und dann rührt und dann, wenn der Honig dabei ist, fest zu werden, aber noch nicht fest ist, dann in die Gläser füllt und in den Gläsern fest werden lässt. So, und das ist halt eine Methode, das macht die meiste Arbeit, aber das macht die Arbeit zu einem Zeitpunkt, wo ihr mit den Bienen nichts mehr zu tun habt. So, ich habe mir einen Tee gemacht. Ihr hört das an meiner Stimme, ja? Ich bin immer noch ein bisschen erkältet. Deswegen habe ich mir einen Tee gemacht. Und ich habe mir ein Glas Honig mitgenommen, was ich vor, ich glaube, eine Woche abgefüllt habe. Wir sind jetzt gerade für die Weihnachtsmärkte ein bisschen am Vorbereiten schon und für den Ladenverkauf, also für uns und Wiederverkäufer. So, und da zeige ich euch mal, was ich unter, nur damit wir uns klar verstehen, wenn ich sage, ich hätte gern Honig, der feinsteif ist. Ich möchte keinen Schleim, aber ich möchte auch keinen Beton. Ich möchte einen Honig haben,
Das wäre mein idealer Honig. Wir reden jetzt von cremigen Honigen, ne? Also Creme. So, dann hat man einen Honig. Ich habe hier so einen. Ja? Wenn man den aufmacht, sieht der so aus. Er glänzt ein bisschen, ja. Aber ihr seht es, er läuft nicht. Ja, kann man machen, was man will, er läuft nicht. Das finde ich wichtig. Dieser Honig wird keine Phasentrennung kriegen, weil er einfach nicht läuft. Der kann sich nicht entmischen. So, und wenn man jetzt ein Löffelchen hat, ich darf das, weil es ja unser Honig, ja. So, dann gucken wir mal, ob wir das in die Kamera so hinkriegen, dass man das sieht. So, dann kann man da einfach so, ja, kann man das so machen. Oder Hilfe. Aber ihr seht, das bleibt so. Ja, das läuft jetzt auch nicht zusammen. Das ist jetzt nicht irgendwie, ja, so, läuft nichts runter. Aber der ist halt feinsteif. Finde ich persönlich die schönste Konsistenz für einen Honig. Also für einen, der so im Verkauf geht als cremiger Honig. Aber mit dem Hals, das ist echt eine komische Geschichte. Den finde ich sogar noch ein bisschen zu, ne? Also es läuft nicht zusammen. Es bleibt einfach so bleibt so stehen. Es könnte noch ein bisschen fester sein sogar. So, jetzt, wir müssen ganz vorne anfangen, sehe ich. Ich sehe gerade die Fragen. Kann man den Honig nach dem Sieben eigentlich direkt abfüllen? Bleibt der flüssig? Nee, das kommt immer sehr auf den Honig an. Also das Sieben macht da nicht viel. Also wenn man das so siebt wie eine Industrie siebt, dass man wirklich alles raussiebt, macht das schon ein bisschen was, weil die Kristallisationskeime fehlen. Aber normalerweise ist es so, dass du durch das Sieben nur die groben Teile wegtust. Und dann hat man halt der kristallisiert. Es gibt wenige Honige, die nicht kristallisieren von Haus aus. Das wären so Akazienhonig bei den Blütenhonigen und dann natürlich so Honige wie Waldhonige oder so, wo du einen hohen Honigtauanteil hast, die bleiben flüssig. Alle Honige, die so Mischhonige sind mit Honigtau und Blütenhonig, so Linde, ja, da hast du viel Blütenhonig, aber hast du auch ein bisschen Lindenblatt mit drin und so, die bleiben auch lange flüssig. Da traue ich mir zu, die auch flüssig zu verkaufen, aber die werden irgendwann fest. So, aber 90% der Honige, die man hat, die werden irgendwann fest. Und dann ist die Frage, wie fest werden die? Also wenn du jetzt so einen Honig hast, der zum Beispiel so einen ganz hohen Glukoseanteil hat, was weiß ich, Raps oder so, die werden richtig fest, hart quasi. Wenn du einen hohen Fructoseanteil hast, wie Akazie, wird er nicht so fest. So, ich habe mit dem hier eben, wo ich mich so bewegt habe, geschwappt. Ich musste aber jetzt irgendwie durch, weil ich glaube, ich habe hier was. Sehr gut. Ach, herrlich, wenn man alles dabei hat. So. Also, wir haben die drei Möglichkeiten. Direkt ins Glas. Direkt ins Glas und einfach gucken, was passiert. Egal, weil der Kunde will das so. Raw, ja, extra raw, wie auch immer. Oder aber gerührt. Da gibt es die zwei Möglichkeiten. Entweder rühren vorm Abfüllen und im Lagergebinde fest werden lassen, warm machen und dann abfüllen oder aber rühren, direkt abfüllen. Ich würde sagen, ja, macht das am besten so. Also am schönsten wird der, wenn man den tatsächlich abfüllt, bevor er fest ist und nicht nochmal warm macht, wenn er schon gerührt ist und fest geworden ist im Lagergebinde. So. Oh, halt. So. Wir machen das jetzt einfach die Schritte so, wie ich das mache, bei mir. Bei euch, wenn ihr das anders machen wollt, könnt ihr die Schritte ja verändern. Also ihr könnt ja den direkt nach dem Schleudern sieben rühren, im Lagergebinde fest werden lassen. Ich erzähle aber jetzt so, als würde man den nach dem Abfüllen erstmal im Eimer wegstellen, wieder ganz verflüssigen, dann rühren und dann abfüllen. Spielt keine Rolle. Technik ist die gleiche. Also die benutzte Technik ist die gleiche. Aber die Reihenfolge ist ein bisschen anders. Aber da gehen wir heute nicht drauf ein. Heute machen wir Technik.
Sieben. Also, wenn ihr den Honig sieben wollt, dann gibt es dafür vom Fachhandel, die haben so Doppelsiebe. Es macht keinen Sinn, ein paar Doppelsiebe zu haben. Man muss dann schon zwei Paar Doppelsiebe haben, weil irgendwann ist so ein Doppelsieb zu. Und dann ist es irgendwie blöd, wenn man dann daneben sitzt und wartet, dass es da durchgeht. Sondern dann ist schöner, wenn man den Eimer zur Seite stellt und einen neuen Eimer mit einem frischen Doppelsieb hinstellt. Dann kann man den anderen nämlich durchlaufen lassen, sauber machen und dann benutzen. Ne? So könnte man das machen. Eines der wichtigsten Utensilien, die man bei dieser Geschichte braucht, wenn man mit so Sieben arbeitet, sind, überhaupt wenn man mit Honig arbeitet, sind Teigkarten. Sowas. Kennt ihr? Schlesinger heißen die. Damit kann man so ein Sieb freikratzen, damit kann man aber auch einen Hobock leer kratzen, damit kann man ganz dolle Sachen machen. Ich habe die, bevor ich geimkert habe, nicht gekannt. Die Bäcker benutzen sowas. Das ist so ein Küchenutensil. Geht er in so einen Küchenladen, kriegt er Teigschaber, wie auch immer. Und zwar so ein Teigschaber mit so einem Stiel dran, der taugt nichts, der bricht euch ab. Aber mit den Dingern hast du Kraft und kannst du gut mitarbeiten. Lohnt sich, kauft euch direkt ein paar davon. Der Imkerladen hat sowas auch. Manchmal kriegt man die mit Werbung drauf, dann sind sie günstiger. Ist völlig wurscht. Lebensmittelechtes Plastik muss es sein. Bisschen flexibel müssen sie sein, nicht die ganz festen, ganz harten, sondern so ein bisschen beweglich sollten sie sein. Dann kann man nämlich auch einen Eimer damit auskratzen und rund und ohne, dass das irgendwie in den Ecken hängen bleibt. Ich sehe gerade, auf meinem steht Militärm drauf. Das muss da nicht drauf stehen. Ich habe auch weiße, aber das ist ein sehr, sehr händiges Tool, was man dafür braucht. Damit kann man die Siebe nämlich auch mal freikratzen. Ja. Der Nachteil bei so einem Doppelsieb ist, immer, dass die dann zu sind, wenn man sie nicht brauchen kann. Das ist aber so ein Doppelsieb-Feature, das muss so sein. Wenn man das nicht haben will, und man hat jetzt irgendwie nicht nur drei Völker, sondern, sage ich mal, 10 oder 15 Völker, dann macht es Sinn, sich einen vernünftigen Siebkübel zu kaufen. Dann ist das Doppelsieb nicht mehr das Mittel der Wahl, wenn man das direkt im Durchlauf sieben möchte. Das muss man nicht machen. Das ist einfach eine Art und Weise, das zu machen. Machen die meisten so, glaube ich. Ich halte da gar nicht so wahnsinnig viel von. Aber wenn man das so im Durchlauf siebt, dann macht es Sinn, sich einen Siebkübel zu kaufen. Ein Siebkübel wäre wie so ein Apfelkübel. Den kann man auch als Apfelkübel benutzen. Deswegen finde ich es wieder gut, sowas zu haben. Aber der hat oben auch noch einen Ablauf. Und die Idee ist, dass da ein vertikales Sieb drin steht und dadurch, dass der Honig da reinläuft, aber das ganze Ding immer voll ist mit Honig, dann geht der ganze Schmodder, so Wachsknüppelchen und sonst irgendwas, treibt an die Oberfläche und unten das Sieb setzt sich nicht zu. Weil beim Doppelsieb hast du ja immer das Problem, dass der Honigstrahl aus der Schleuder rauskommt mit den ganzen Grisseln drin, geht da durch, die Grissel setzen das zu und von oben kommt immer nach Honig und drückt die Grissel immer weiter in das Sieb. Das heißt, das Ding ist blitzschnell zu. Das ist ein Funktionsfehler, also ein Konstruktionsfehler. Und diese ganzen Vertikalsiebe, da gibt es ganz verschiedene Lunzer. Könnt mal googeln, Lunzer, Honigsieb, was auch immer. Ich hatte hier eben auch welche gesehen in diesem tollen Buch. Ich habe aber noch nicht mal einen Zettel reingelegt. Ich kann aber blättern, während ich mit euch spreche. Und vielleicht finde ich es ja, dann zeige ich es in die Kamera. Nach Pfefferle, alter Falter, was es alles gibt. Es gibt so viele Sachen, die man nicht braucht als Imker. Das ist wirklich erstaunlich. So, ich finde es aber nicht, glaube ich. Oder? Finde ich es doch. Doch, hier, das Lunzer Honigsieb. Ja? Das ist im Prinzip ein Siebkübel, wo so eine Tonne drin steht. Das gibt es in allen so kegelförmig, tonnenförmig. Als Einsteckding gibt es in tausend verschiedenen Möglichkeiten. Und die Idee ist halt, dass der Honigpegel höher ist als das Sieb und unten ist das Sieb dann frei und da gehen die Teile dann durch. Der Honig geht dann durch und die Teile schwimmen auf. Es funktioniert schon viel, viel besser als ein Doppelsieb. Was auch schön funktioniert, ist ein Klärfass und das muss nicht groß sein. Wenn ihr den ganzen Honig, so wie er kommt, durch so ein IKEA-Nudelsieb schüttet, laufen lasst, dass die groben Teile weg sind und einfach in irgendeinen Hobock mit einem Ablauf unten reinkippt oder sonst wo, völlig egal, und über Nacht stehen lasst, dann habt ihr 90% von dem Ganzen, was euch die Siebe zumacht,
ist oben an der Oberfläche und ihr könnt unten den Honig einfach sauber ablassen und durch ein Sieb kippen oder sonst was und der geht da einfach durch. Und oben der Schmodder, der bleibt da oben drauf. Deswegen bin ich gar nicht so ein Freund von super Feinsieben direkt nach dem Schleudern, weil ich glaube, das ist was, was den Ablauf unnötig aufhält. Also entweder Lunzer Honigsieb, so irgendein Durchlaufsieb, also was mit einem Siebkübel, oder Klärfass. Wobei, wenn ihr das so macht, wie ich das mache, dass ihr den Honig danach sowieso im Eimer fest werden lässt und danach dann sowieso nochmal ganz flüssig macht, dann muss das ja sowieso alles nochmal durchs Militärm. Da muss das auch gar nicht besonders gut gesiebt sein, weil es geht ja sowieso nochmal durch den Seisack vom Militärm. Da bleibt eh nichts drin. Deswegen brauche ich jetzt nicht 5x7, kostet alles nur Zeit, ist für den Honig auch nicht gut, wenn es so lange dauert alles und macht dann keinen Sinn. Liegt aber an euch, wie ihr euren Prozess aufbaut. Wenn ihr sagt, ich möchte den schleudern, im Eimer abschäumen, rühren und abfüllen oder rühren und wegstellen, dann müsst ihr natürlich vorher rühren. Müsst ihr vorher den Honig sauber kriegen. Wenn ihr so helle Honige habt, wie hier so ein Frühtrachthonig, Rapshonig oder was auch immer, dann müsst ihr den fein sieben. Weil ansonsten habt ihr da irgendwie was auch immer drin und das sieht nicht so super aus. Weil in dem Honig siehst du Partikel, die unendlich klein sind, fallen dir einfach auf. Will kein Mensch. So, ich habe immer noch da meine Furche. Aber der ist ein bisschen zu weich. Aber der hat nicht einen Kristall. Null. Also er fühlt sich einfach an, als ob der so, der schmilzt einfach im Mund. Finde ich geil. Ich mache das wegen Halsschmerzen. Was ihr auch machen könnt nach der Schleuder, es gibt so einen Honigsumpf. Das ist auch eine schöne Geschichte. Da muss der Honig rein und muss dann, läuft der Honig rein und muss dann über und unter irgendwelchen Schikanen durch. Also er geht eben oben drüber. Dann bleibt alles, was so an grobem Zeug ist, grobe Zuckerkristalle bleiben unten liegen und der Honig mit dem ganzen leichten Zeug, Wachsteilchen und so geht oben drüber. Kommt die nächste Schikane, die ist oben, bleiben die ganzen Wachsteilchen oben und unten geht der Honig durch und danach ist er schon ziemlich sauber. Kann man machen. So. Ihr fragt gerade einen, ob der Honig im Glas jetzt bei mir noch fester wird. Ja, wird noch ein bisschen fester, aber nicht mehr viel fester. Also nur noch bedingt. So, Siebkübel. Also Siebkübel ist eine schöne Geschichte. Ansonsten, alles was so klärfassartig ist, entzerrt das Ding auch total. Also ein Klärfass, das klingt immer so großkotzig, aber es reicht, wenn ihr euch einen 40 Kilo Hobock nimmt. Dafür sind die tatsächlich ganz gut. Und ihr macht unten, macht ihr euch einen Ablauf rein. Die gibt es im Imkerbedarf für kleines Geld. Könnt ihr aus jedem Hobock, könnt ihr einen Apfelhobock machen. Kippt die ganze Plörre da rein nach der Schleuder, vielleicht durch ein Grobsieb. Und dann könnt ihr unten, am nächsten Tag könnt ihr unten alles ablassen und habt oben noch vielleicht 3 Hände voll Grütze, die ihr dann irgendwie besonders sieben müsst. Aber der ganze Rest ist sauber. Und das ist schon mal eine schöne Sache. Und das geht dann auch gut durch ein Feinsieb durch zum Beispiel. Wenn ihr fein sieben wollt, was eine gute Geschichte ist, dann ist es sinnvoll, euch für das Feinsieb eine Feinsiebheizung zu kaufen. Das macht es auch beim Schleudern deutlich schneller. Also gerade wenn ihr das jetzt irgendwie so parallel alles macht. Ne? Also so habe ich das ja früher gemacht. Ich habe ein Doppelsieb und dann kam das mit dem Eimer in das Doppelsieb und dann habe ich nachher den Eimer in das Spitzsieb gegossen und dann ging es in den Abfüller. Und dann habe ich 2 Tage später alles abgeschäumt und fertig. Und das will er halt nicht durch manchmal. Und deswegen ist es ganz sinnvoll für sowas ein Spitzsieb zu haben. Mit einer Spitzsiebheizung. Eine Spitzsiebheizung ist im Prinzip eine thermostatgesteuerte Heizung mit so einem Kegel, die gleichen Heizkegel, der aber nicht wie beim Militärm flach ist, weil er auf dem Eimerboden liegt, sondern kegelförmig. Das heißt, kannst du in dieses Sieb reinhängen und sollte dann ungefähr den gleichen Winkel haben wie die Spitzsiebe auch.
Da kommen wir gleich noch drauf. Das ist sowieso was, was man als Imker haben sollte. Ja. Wenn ihr den Honig jetzt, bei mir wäre es jetzt ja so, ne, dann muss er halt nach der Schleuder kommt er dann halt, ich hab ein Klärfass und dann kommt er in Eimer. Und also ich habe einen Sumpf, bei mir geht das über einen Sumpf, aber das ist egal, ob der durch einen Sumpf, durch einen Lunzer, Doppelsieb, spielt alles keine Rolle. Wichtig ist, dass ihr am Schluss sauberen Honig im Eimer habt und nicht den Honig richtig mit dicker Schaumschicht im Lager stehen habt, weil wenn ihr irgendwelche Hefen und sonstige Sachen habt, sitzen die im Schaum. Und je schlechter der Honig abgeschäumt ist, desto schneller fängt der Honig an zu gären. Der kann sowieso nur gären, wenn der Wassergehalt stimmt für die Hefen. Aber selbst wenn der Wassergehalt für die Hefen stimmen würde, aber da sind keine Hefen, dann wird er trotzdem nicht anfangen zu gären. Und je mehr Hefen ihr da rausnehmt, umso besser. Und die sitzen, wenn die da sind, in den Verunreinigungen. Verunreinigung klingt jetzt schlimmer, als es ist. Ich meine jetzt so Pollen, Päckchen, Pollenreste, ein Bienenbein und sonst irgendwo. Ja, da sitzen so Pilze, Hefe und das wollt ihr nicht. Deswegen schön sauber abschäumen. Je schöner ihr abschäumt, desto besser. Dann habt ihr den im Eimer. So, und ich würde euch sagen, ich würde euch echt empfehlen, wenn ihr den Honig im Lager habt, nehmt um Gottes Willen keine 40 Kilo Hotbox. 40 Kilo Hotbox sind was, die hat irgendjemand erfunden, der ist nicht, der war, glaube ich, eigentlich war der Hobby-Imker, aber im wirklichen Beruf war der Orthopäde oder irgendwie Chiropraktiker oder sonst irgendwas. So Leute haben 40 Kilo Hotbox erfunden. Die sind gemacht. Da kann man Honig drin lagern, aber die Hauptaufgabe von 40 Kilo Hotbox ist, euch den Rücken zu zerstören. Es ist eine Katastrophe. Die kann man super nehmen. Wir haben ja Hühner zum Beispiel zu Hause. Da kann man Hühnerfutter reintun. Fantastisch, ja, mäusedicht. Da kann man toll Sachen drin lagern. Angebrochener Zementsack. Alles gut, ja. Dafür, ich habe auch Hotbox hier. Deckelwachs kann man da reintun. Alles gut. Was man da nicht reintun darf, ist Honig. Ganz wichtig. Und ja, keine Hotbox. Deswegen am liebsten Eimer. Und der Imkerfachhandel hat dafür diese 25 Kilo gelben 25 Kilo Eimer, die mit Metallbügel am besten. Die finde ich eigentlich auch doof. Also ich habe am liebsten 20 Kilo. Das sind so, ich habe so weiße, richtig aus ganz stabilem Plastik. Die finde ich super. Aber von Jockey. Aber der Hersteller weigert sich, mir die zu verkaufen, weil der verkauft die nur tankt LKW zugweise und ich brauche halt keine 50.000, sondern nur 1.000. Ja, nee, verkauft er mir nicht. Gut. Insofern, es gibt auch so 11 Kilo Eimer. Die finde ich ein bisschen pisselig. Da hat man nachher zu viele von, finde ich. Deswegen haben wir jetzt doch die 25 Kilo Eimer, aber zum Heben sind die schon eigentlich auch schon scheiße. Deswegen am besten, wenn ihr sowas macht, sucht euch irgendeine Eimergröße, wo ihr gut mit klarkommt und die man auch mal so heben und irgendwo reinkippen kann, ohne dass man dabei zerbricht. Weil das ist wirklich nicht schön. So, dann stehen die da im Lager. Wenn die im Lager stehen, tut mir einen Gefallen und macht da bitte nicht irgendwie fünf Eimer übereinander. Je besser die Eimer schließen, desto höher könnt ihr die stapeln, aber bei drei ist Schluss. Weil irgendwann habt ihr sonst, drückt er quasi da rein und macht den Rand so ein bisschen hoch und dann habt ihr da so eine Kante, wo Luft rein kann. Und da kommt ja nicht nur Luft rein, sondern auch Wasser. Das ist der Dampf aus der Luft. Und Honig zieht Wasser an, wenn er sehr wasserarm ist. Und dann habt ihr auf der Oberfläche nachher so einen leichten Gärfilm. Ist nicht schön. Es könnte den Honig zwar immer noch brauchen, aber es ist nicht gut. So, wir haben jetzt über Technik, wie man das guckt, wie der zu feucht ist und so, machen wir nicht. Lutka schreibt gerade Brett zwischenlegen. Ja, Brett zwischenlegen kannst du natürlich machen. Also wenn du verschiedene Eimer hast und du stapelst eine Reihe Eimer, Brett, nächste Reihe Eimer, Brett, nächste Reihe Eimer, das geht gut. Da kommt wieder ins Spiel, was ich ganz furchtbar finde, ist, wenn man so ein Honiglager hat, wo alle Eimer unterschiedlich sind. Weil der Imker ist ja sparsam.
Das halte ich für keine so wirklich günstige Lösung. Ich bin der Meinung, wir produzieren ein hochwertiges Lebensmittel und das sollte auch so aussehen. Und wenn irgendwann mal zufällig bei euch der Klempner in den Keller muss und der sieht sich das an und das sieht aus wie bei, oh, guck mal, ein Mayonnaise-Eimer, ein Tomatensaft-Eimer und zwei Hefe-Eimer aus dem Dings. Das ist nicht schön. Lieber oder professioneller sieht es aus, wenn man einfach gleiche Eimer nimmt. Und wenn man sich überlegt, dass in so einem 25-Kilo-Eimer, wenn ihr 5 Euro das Glas nehmt, was nicht teuer ist, dann habt ihr 250 Euro da in dem Eimer an Honig und dann kann der Eimer auch 3,50 € kosten neu. Da muss man sich von frei machen, den muss man auch schon mal kaufen. Das kann man einfach machen. Ja. Ich lese hier gerade Folie, wie Simon Hummel gezeigt hat, ist super zum Abschäumen. Ja, das kann man alles machen. Es gibt da verschiedene Hilfsmittel. Was ich nicht machen würde, ich würde das nicht machen. Ich würde das einfach mit dem Teigschaber, ich mache das mit dem Teigschaber hier, meiner Karte, schiebe ich das so leicht zusammen, nehme es mit dem Löffel weg und tue das in ein Glas und das esse ich am liebsten. Also wir essen zu Hause eigentlich eh nur so Honigreste, dass ich ein Glas aufmache, das mache ich nur fürs Fernsehen. Weil normalerweise das kriegt, also ich, das ist natürlich Quatsch, ich mache das auch, aber normalerweise haben wir immer so Reste und ich finde das super, weil der Schaum ist ja schon so, dass dann Pollenreste drin und das ist schon das Beste am Honig. Ja, deswegen nimmt die Industrie das auch raus aus dem Honig und verkauft das teuer in die Kosmetikindustrie. Wir als Imker haben den Luxus, wir können das selber essen. Abgesehen davon kann man das super zum Backen nehmen. Das ist quasi wie Backtriebmittel, weil die ganzen Bläschen ja da drin sind. Ja, so. Dann habt ihr den Eimer im Lager stehen. In euren Großgebinden. Großgebinde heißt jetzt 11 Kilo Eimer, 25 Kilo Eimer, 40 Kilo Hobok, wie auch immer. Und es klingelt an der Tür und der Kunde will Honig. Dann habt ihr natürlich ein Problem, weil du kannst ihm ja schlecht da so ein Honigglas rausschnitzen aus dem Block. Das heißt, man muss das jetzt irgendwie abfüllen. Dafür muss man diesen Honig wieder fließfähig bekommen. In irgendeiner Form. Also entweder resetten, dass er wirklich flüssig ist, oder aber ihr müsst ihn irgendwie cremig rühren, also ne, dass ihr den wieder cremig rühren könnt. Oder ihr habt den schon cremig gerührt, dann müsst ihr ihn so haben, dass er zumindest ins Glas bekommt. Da gibt es zwei Methoden. Einmal nass, einmal trocken. Die Nassmethode geht am schnellsten und ist, glaube ich, für den Honig auch am schonendsten, weil es halt schnell geht. Das wäre jetzt so ein Weg-Einkochautomat. Die gibt es bei eBay für kleines Geld, könnt ihr euch die schießen. Da passt so ein 25 Liter Eimer rein. Da macht er Wasser rein, so dass der Eimer da schön drin steht. Und dann stellt er das Ding auf 35 Grad, aber nicht wärmer. Wenn ihr das wieder ganz flüssig haben wollt, oder ihr stellt es auf, was weiß ich, 30 Grad und lasst es über Nacht da drin stehen, dann sollte der am nächsten Tag fließfähig sein. Ihr könnt ihn abfüllen. Wenn du den eh ganz flüssig machen willst, machst du ihn auf 35 Grad. Kannst auch ein paar Grad wärmer machen, ist egal. Nur lange darf es nicht sein. Und dann habt ihr aber das Problem, ihr kriegt den nicht ganz flüssig. Also wenn ihr den wirklich ganz, ganz flüssig haben wollen würdet, müsst ihr den auf 50 Grad stellen und über Nacht und wahrscheinlich noch einen Tag länger drin lassen. Und das ist für den Honig beschissen. Weil dann gehen wirklich alle Inhaltsstoffe, die wärmeempfindlich sind, gehen kaputt. Deswegen macht ihr den in diesem Ding, macht er den nur flüssig, dass ihr den danach durchs Militär kippen könnt. Die andere Methode, ich habe ja gesagt, es gibt nass und es gibt trocken. Die andere wäre ein Wärmeschrank, wo ihr die Luft warm macht. Da zirkuliert dann warme Luft. Jetzt kann warme Luft aber deutlich weniger Energie mit sich führen als eine Flüssigkeit. Deswegen geht das in so einem Weckautomaten, in so einem Einkochtopf geht das deutlich schneller. Wenn ihr einen Wärmeschrank habt, da gibt es im Internet tolle Anleitungen, wie man die baut, ja, aus einem alten Kühlschrank mit einer Glühbirne drin und einem Computerlüfter zum Beispiel und Thermostat. Da lasse ich mich jetzt nicht drauf ein, das geht alles sehr gut. Ihr müsst immer nur überlegen, ob die 3,50 gespartes Geld, ob es das wert ist, wenn ihr nach Hause kommt und da sind rauchende Trümmer. Und der Feuerwehrmann sagt euch, ja, sorry.
Und dann kommt die Versicherung und sagt, ach, gucken Sie mal, Sie haben das ja selber gebaut, ja, und das ist nicht so geil. Mir persönlich war das irgendwann zu link. Ich habe das 20 Jahre so gemacht. Ich habe einen Schrank mir mal selber gebaut und mit mehreren Fächern, wo die Eimer rein konnten. Ich habe jetzt einen richtigen professionellen Auftauschschrank. Der war schweineteuer und ich schlafe aber besser seitdem. Was gut funktioniert für einzelne Hobbox oder für Eimer aufzutauen, ist so ein Deckelwachsschmelzer. Aber nur dafür würde ich mir den nicht kaufen. Dafür wäre der mir zu teuer. Aber wenn ihr einen Deckelwachsschmelzer habt, kann man da super Eimer drin auftauen. Und zwar mit einer genauen Temperaturvorgabe und so, wie man es gerne hätte. Wo ihr aber von wegkommen müsst, ist die Vorstellung, dass wenn ihr das irgendwie so macht, dass der Honig wieder so flüssig wird, wie aus der Schleuder gekommen ist. Das kann der nicht, weil es werden immer einzelne Kristalle drin bleiben. Und diese Kristalle sind quasi dann so der Kristallisationskeim für die nächste, wenn es wieder anfängt zu kristallisieren, nur fängt es dann schon noch größer an als beim letzten Mal. Dann habt ihr nachher so Kandis. Deswegen muss der Honig, wenn er dann ganz flüssig gemacht werden soll, muss der danach zwingend durch ein Feinsieb. Und zwar Feinsieb oder sogar ein Seidtuch, was noch ein bisschen feiner ist. So, und da könnt ihr zum Beispiel, wenn ihr jetzt habt, ihr habt euch ein Spitzsieb mit einer Spitzsiebheizung gekauft, könnt ihr das durchaus, wenn ihr das dann aus diesem Auftauschschrank oder aus dem, wer ist das, Weg-Ding da, Wegmeister oder wie die heißen, den Honig kannst du natürlich dann durch so ein Feinsieb mit Spitzsiebheizung durchschütten. Und was da unten rauskommt, ist quasi Honig genauso flüssig wie aus der Schleuder. Den kann man dann impfen und dann rühren. Sowas funktioniert ganz gut. Das hat mir lange geholfen. Weil man muss sagen, so ein Militärm ist ja auch irgendwie schweineteuer. Ne? Ich glaube, so ein Militärm kostet heute aktuell boah, 500 irgendwas Euro, 560. Und das ist schon sehr teuer für das, was man da kriegt. Ein Militärm ist im Prinzip ein Metall-Hobok ohne Boden, sondern mit einem Lochblech statt Boden und eine Wärmespirale, die man da oben reinstellen kann. Das ist ein Militärm. Und das Einzige, was der macht, ist, man kippt oben den Honig rein, also in das Militärm, in diesen Hobok kommt dann so ein Seituch oder ein Seisack. Ich würde immer, wenn ihr ein Militärm habt, einen Seisack nehmen, weil wenn einem das einmal durchgerutscht ist, dann wisst ihr genau, was ich meine, warum ich das gesagt habe. Aber der Seisack ist, glaube ich, 1 Euro teurer als das Seituch. Deswegen fängt man immer erst mit dem Seisack an. Nach dem ersten Mal, wenn er durchgerutscht ist, ne, er hat es gesagt, er hat es euch gesagt, dann kauft ihr euch ein Seisack statt ein Seituch und dann werdet ihr merken, wie einfach das sein kann. Ja, unten kommt der Honig raus. Was braucht er dann? Dann braucht er irgendwas, um diesen Honig, ihr müsst ihn abschäumen. Ne? Also wartet dann einen Tag, wenn er durchgelaufen ist, in einem Hobok, lasst ihn abkühlen. Je schneller der abkühlt, desto besser. Das Militärm wird relativ heiß eingestellt. Das könnt ihr dann einstellen bei so, boah, 60, 70 Grad. Das klingt total brutal, aber der Honig wird gar nicht so heiß, weil der Honig an dieser Spirale, sobald die Kristalle aufgeschmolzen sind, gehen die ja durch und sind weg. Das ist die Theorie. Er wird trotzdem ein bisschen zu warm. Ja. Abschäumen. Und dann, wenn der Honig so ist, dass er noch so 25 Grad habt oder so, dann kommt da ein Glas Impfhonig rein in den Hobok. Nehmt da hier irgendwie so was, irgendeine Plörre, die halt wirklich sehr, 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 sehr feinkristallin ist. Was die macht ist, die verteilt sich in dem Honig und bietet den Zuckermolekülen in dieser Lösung eine Möglichkeit, sich da dran zu lagern, auch zu kristallisieren. So. Und wenn ihr das jetzt einfach warten würdet, würde das einfach eine große feste Masse werden. Wollt ihr nicht, deswegen wird immer wieder gerührt, um diese ganzen Kristallkeime da aufzubrechen. Dafür gibt der Fachhandel hat dafür tausende von Rührern. Früher hat man das mit einem dreikantigen Buchenholzstab gemacht. Ganz am Anfang, wie ich angefangen habe, habe ich in so Imkerbüchern gelesen, Dreikantstab. Ey, wo kriegst du bitte schön so einen Dreikant-Buchenstab her? Ja, kriegst du natürlich nicht. Und es ist auch nicht schön. Hier fragt gerade jemand, ob der Militärm auch den Honig trocknet. Das kommt sehr auf die Umgebungstemperatur, auf die Umgebungsluftfeuchte an. Wenn die Luftfeuchte sehr, sehr trocken ist drumherum, kann man bei so einem Durchlauf 1% rausholen Wasser.
Wenn ich das nur zum Trocknen machen würde, würde ich es nicht machen. Da gibt es dann auch so Distanzringe und was weiß ich. Da gibt es so viel Zubehör, brauchst du alles nicht. Wäre jetzt meine Meinung. Aber wir sind ja schon beim Rühren. Sonst kommen wir heute hier nicht durch. So, wenn man jetzt ganz wenig Honig rühren will und will sich dafür jetzt nicht eine Edelstahlspirale für 40 Euro und eine Bohrmaschine für 50 Euro und hast du nicht gesehen kaufen, dann kann man das auch mit einem Löffel machen. Da kauft man sich beim Kochbedarf, so, ne? Da wo ich die Karte gekauft habe, kauft man sich einen Löffel. Ja, sowas. Das ist die Mutter aller Löffel. Ich glaube, der hat irgendwie 9 Euro gekostet, ist aus Melamin. Lebensmittelecht, kannst du mit kochen, ist auch ein Kochlöffel, kommt aus dem Kochladen und da kann man auch Honig mit rühren. Geht schon. Ich kann euch aber versichern, wenn ihr so einen Eimer habt und der Honig wird langsam fester, dann geht das richtig in die Arme. Und ihr habt natürlich am Ende, ihr habt natürlich dann eure Karte wieder, ne? Das heißt, ihr rührt damit rum und am Schluss zieht ihr den raus, dann habt ihr dick Honig drauf, dann macht ihr den sauber mit dem Schaber. Aber das ist alles nichts, was euch viel Spaß macht. Dafür hat dann der Fachhandel Honigrührscheiß erfunden. Da gibt es diesen Rapido, da gibt es den Auf und Ab, da gibt es 1000 Dinge. Ich halte von denen allen nichts, sage ich ganz ehrlich. Was ich gut finde, ich weiß nicht, warum das sich jetzt hier festgebissen hat an der Kamera. So, war das doch ungefähr, ne? Ich habe jetzt hier mal so eine Spirale. Knister, knister. Das finde ich eine gute Spirale. Und das ist eigentlich fast die einzige Spirale, die ich richtig gut finde. Und zwar hat die vorne hat die so eine Kunststoff, einen Kunststoff-Nupsi drauf, damit man den Eimerboden nicht kaputt macht. Und dann ist die komplett rund und weich. Also glatt. Was bedeutet, ihr habt nachher nicht den Honig geimpft mit Kristallisationskeimen von dem Mikroplastik, was er da abreibt, sondern ihr habt quasi nur den Honig gerieben, weil der Honig kristallisiert am Eimerrand am ehesten. Das heißt, man muss immer schön am Rand lang rühren auch. Und dann ist es schon sinnvoll, den Eimer nicht zu zerkratzen. Guckt euch eure Eimer an, wenn ihr meint, die zerkratzen nicht. Ich glaube, die Eimer zerkratzen, auch wenn ihr das nicht seht. Und das ist nichts, was du im Honig haben willst. Und deswegen halte ich von diesen ganzen Propeller-Dingern nichts, wenn man da nicht noch irgendwie einen Rand drumherum macht oder so, weil die hacken immer irgendwie das Plastik. Weil der gute Imker hat ja nicht 25 Edelstahl-Dinger, sondern der hat ja tatsächlich nur einen Edelstahl-Hobock zum Abfüllen, wenn überhaupt. Und alles andere passiert in Plastikeimern. Die sind lebensmittelecht, aber nicht gegen Abrieb. Deswegen halte ich da echt nichts von. Das ist wirklich der einzige Rührer, den ich wirklich empfehlen kann. Da kriegt man super schönen Honig mit hin. Ja. So. Wozu ist der Löffel sonst noch gut? Ja, kannst du irgendwie Leute mit verprügeln? Ja, was macht man mit so einem Löffel? Kannst du Marmelade mit kochen? Ist ein normaler Löffel, ist einfach nur groß. Kannst auch mit der Hand drin rumrühren, geht auch, aber wer will das, ne? Der Rapido ist der teuerste und der beste. Ja, ich finde den Rapido totale Kacke. Und zwar, die Idee vom Rapido ist ja was anderes. Die Idee vom Rapido ist ja eigentlich, dass du den Honig hart werden lässt und den dann irgendwie mit dem Rapido klein fräst und den dann in die Gläser tust. Und deswegen wenn man den so benutzt, macht der Rapido nur Schleim. Und deswegen ist es, man kann mit dem Rapido natürlich auch normal rühren. Ja, kann man auch schon machen. Man kann ja flüssigen Honig damit rühren, solange bis er cremig wird. Aber dann sind alle Rührer überlegen, die besser mischen. Und da ist so eine Spirale gut oder dieser, am besten mischen tut dieser mit zwei Flügeln, die so gegeneinander laufen. Aber der hackt dir halt ständig in den Eimer. Und deswegen. Und deswegen ist es irgendwie schöner, wenn man dann zum Beispiel immer in Edelstahl rührt. Und wenn man sich das nicht erlauben kann, weil man keine 25 Edelstahleimer haben will, weil mir das zu teuer ist, weil das jedem zu teuer ist, vermute ich, ist es ganz sinnvoll, wenn man so eine Spirale hat, die wirklich egal, wo die drankommt, wenn die macht, macht die keine, die macht nichts kaputt. Funktioniert super. Wenn man auf die Idee kommt,
den zu rühren. Und man hat so ein Ding und man sagt, ach guck mal, Gustav, du hast ja eine Bohrmaschine, leih mir die doch mal. Dann könnt ihr sehen, dass so eine Bohrmaschine innerhalb von Sekunden dass die in Sekunden anfängt zu rauchen. Die wird einfach blau, da kommt erst so ein komischer Geruch, so ein stechender Geruch und dann macht es Puff und dann ist die kaputt. Wenn ihr euch diese Spirale kauft, die ich wirklich empfehlen kann, dann macht es auch Sinn. Ich weiß, ich muss mal gerade mein Mikrofon haben. Ich habe noch was. Moment. Moment. Echte Männer. So. Dann macht es Sinn, sich im Internet auch einen Mörtelrührer, irgendwie so eine Maschine zu holen, die unglaublich langsam rührt. Die macht. Das reicht aber von der Geschwindigkeit. Ihr wollt den Honig ja auch nicht zu Schaum schlagen. Aber diese Maschine rührt auch den Honig. Wenn der Honig sich nicht mehr dreht, dann dreht ihr euch um den Eimer. Anhalten kannst du die Maschine nicht. Diese Maschine ist gut. Die ist jetzt hier, das ist so eine Billo-Maschine von. Ich sehe gerade Einhell, ja. Ich glaube, die hat mal im Internet, habe ich die mal gekauft für, ich glaube, 50 €. Die habe ich jetzt seit bestimmt 15 Jahren. Die war von Anfang an, hatte die so einen leichten Schaden. In eine Richtung geht sie nämlich nur ganz langsam, in die andere Richtung geht sie ein bisschen schneller. Und der Knopf funktioniert nicht so super, aber sie rührt, ja. Und sie rührt gut und der Honig ist in Ordnung. Ganz wichtig, wenn euch irgendjemand fragt, ihr macht das natürlich nicht mit dieser Maschine, vor allen Dingen nicht von oben her, wo dann diese ganzen Abriebe von hier in den Honig fallen. Was auch schöne, gibt wahrscheinlich auch cremigen Honig. Muss man ein bisschen schräg halten. Aber ihr wisst, was ich meine. Ihr braucht eine Maschine mit einem Getriebe. Ansonsten wird die relativ schnell, geht eure Bohrmaschine in Rauch auf. Wie man richtig rührt und so weiter, da gehe ich heute nicht drauf ein. Es geht jetzt nur um Technik. Sonst schaffen wir das heute nämlich nicht. Funktioniert die Spirale auch im Rührmeister? Ich kenne den Rührmeister nicht. Das Problem ist, ihr habt bei ganz vielen Sachen, habt ihr hinten am Ende, habt ihr so einen Adapter. Weil die großen Mörtelrührer haben da so eine M14-Gewindegeschichte. Der, wie ihr seht, hat gar nichts. Ja? Das heißt, wenn es richtig hart kommt, dann dreht er durch. Der geht in normales Bohrfutter. Da müsst ihr halt einfach euch irgendwas kaufen, was zusammenpasst. Also wenn ihr dann irgendwie ein Gewinde habt, dann braucht ihr halt auch so eine Spirale, wo auch so ein Gewinde dran ist. Aber das ist jetzt so ein Geheimtipp. Wenn ihr irgendwo hingeht, wo Imkerfachladen draufsteht, dann ist mal teuer. Wenn ihr irgendwo ein Schlosser in der Nachbarschaft habt, dann geht doch zum Schlosser und sagt, hör mal, kannst du mir da mal so ein Gewinde dran tüddeln? Und dann macht ihr das, dann kriegst du halt eine Kiste Honig und ist da gut. Dann ist, ne? Nachbarschaftshilfe heißt das bei uns. Ich habe ein Bohrfutter an meiner Bohrmaschine, an dieser Rührmaschine und deswegen habe ich da kein Gewinde hinten dran. Ich weiß aber nicht, wie der Rührmeister geht. Thomas Faul schreibt, gibt es Adapter? Ja, natürlich gibt es auch irgendwie immer Adapter. Adapter ist auch gut. Wolfgang Würth sagt, ordentlicher Bohrhammer dreht langsam. Ja, der ordentliche Bohrhammer dreht langsam und trotzdem macht der Honig den kaputt. Und zwar macht er den deswegen kaputt, weil nicht weil der langsam dreht, sondern weil die Viskosität von dem Zeug so hoch ist. Da sind die Dinger nicht drauf ange. Da ist eine normale Bohrmaschine, ist da nicht drauf angelegt, dass das so bremst die ganze Zeit. Und ganz am Anfang, wenn der Honig flüssig ist, geht es noch, aber wenn ihr dann wirklich rühren wollt, weil er dann cremiger wird, brennt euch das Ding durch. Es gibt für kleines Geld gibt es Rührmaschinen zu kaufen. Kauft euch verdammt nochmal eine Rührmaschine. Weil sonst will Gustav irgendwann mal Löcher in eine Wand bohren und es ist nur noch alles kaputt. Und da macht er euch auch nicht beliebt mit der Imkerei in der restlichen Familie, wenn ihr alle Werkzeuge zerstört. Auf der anderen Seite, ich sag nichts. Also ich finde die Spirale ganz gut, aber die anderen Dinger tun es natürlich auch. Aber schön ist, wenn man die anderen Dinger bitte nur in Edelstahl rühren und nicht in Plastik. Weil das ist wirklich, ihr müsst euch die Eimer, müsst ihr euch mal angucken,
wie die aussehen nachher. Wenn ihr da drüber fühlt und das fühlt sich irgendwie, es hat Riefen oder sonst irgendwas, dann überlegt mal, wo die Riefe hingekommen ist und ob die auch irgendwie so fein steif auf dem Brot bleibt. Oder ihr wollt ja nicht so eine Armierung aus Plastikfasern im Honig haben. Mit starken Akkuschraubern, ja, du kannst alles damit kaputt machen. Mit Honig, ihr könnt mit der Imkerei, könnt ihr alles zerstören, wirklich. Ich sag euch das gar nicht, es ist nicht böse gemeint. Probiert das einfach aus. Ich bin da auch nicht böse drum. Ich verdiene ja auch nichts an den Dingern. Aber ich sag euch nur, jetzt kommen Fragen wie, ab welcher Honigmenge lohnt sich ein Rührfass? Ja, das ist natürlich die Sache, ne? Wenn er jetzt sagt, Rührfass, ich will ein Rührwerk. Ich glaube, ein Rührwerk lohnt sich nicht bei kleinen Mengen, aber nicht, weil das Rühren sich nicht lohnt, sondern was abfüllen und sauber machen lohnt sich irgendwie nicht. Also ich würde mir kein Rührwerk holen oder kein Rührfass holen unter 100 Kilo. Über 100 Kilo ist es dann okay. Unseres kann offiziell 300 Kilo, aber reingehend tatsächlich 350 Kilo kann man damit gut rühren. Und ich sehe gerade, habe von CMF ein 600 Kilo Rührwerk doppelwandig gegönnt. Purer Luxus, könnte nicht mehr ohne. Ja, wir haben ein 300er. Ich habe das nicht von Fritz, also CFM, weil bei CFM mag ich nicht, weil das hat so ein, das hat so eine Schnecke innen drin. Und wenn der Honig einmal richtig cremig ist, dann geht der nur noch hoch und runter, aber der wird nicht mehr richtig gemischt. Da finde ich das besser mit so Flügeln. Siegerland baut schöne Rührwerke. Lüsern hat ein gutes Rührwerk. CFM hat gute Rührwerke. Die haben alle, ne, so. Ich finde es schon schön mit einem Rührwerk, weil ihr dann schon, das Problem beim Rühren ist, ihr müsst relativ oft rühren für kurze Zeit. Also schön wäre so alle paar Stunden für 3, 4, 5 Minuten. Und kein Mensch hat Bock, nachts mal aufzustehen und zu rühren. Ja, hier, ja, also das macht keiner. Und ich war immer sehr stolz auf meinen Honig, weil der so schön cremig war. Und dann habe ich irgendwann mein Rührwerk bekommen und muss jetzt ganz kleinlaut zugeben, dass mein Honig vorher doch nicht so geil war. Aber das liegt halt daran, dass das Rührwerk halt immer rührt, wenn es muss. So, es ist eine Uhr dran und es rührt dann halt. Und unser Rührwerk ist sogar gekühlt. Das heißt, der Honig, der kristallisiert halt schöner bei kühlen Temperaturen. Und das macht das Rührwerk und dann kann man es warm machen und abfüllen. Das ist wirklich purer Luxus. Das ist schon schön. Da kann man halt auch mitten im Sommer bei, wenn draußen 28 Grad ist, kann ich den super schönen weißen Honig rühren und der ist genauso, wie er muss. So, rühren haben wir jetzt. Abfüllen. Wir haben jetzt, die Abfüllen ist jetzt so eine Geschichte, wo man viel falsch machen kann. Wenn man den länger lagern muss, wenn man den nicht länger lagern muss, ist es egal. Wenn ihr den quasi abfüllt und die Leute stehen da und sagen, hey, gib mir deinen Honig, ja, dann ist egal. Könnt ihr einfach abfüllen, Deckel drauf, wiedersehen, verkaufen, gut machen. Wenn ihr den Honig aber zum Beispiel in ein Geschäft tut oder im Geschäft verkaufen wollt und der steht da vielleicht irgendwie 2, 3 Wochen oder 4 Wochen, dann ist das Problem, dass ihr, wenn ihr den Honig nicht so gut gerührt habt, dass ihr eventuell Phasentrennung habt, habt ihr gerne, wenn ihr den Honig in Bäckereien verkauft, wo es immer schön warm ist. Oder ihr habt das Problem, wenn ihr so cremigen Honig abfüllt und ihr füllt den in eiskalte Gläser, weil die Gläser kommen aus dem Lager und ihr haut den Honig da rein und stellt ihn dann weg, dann habt ihr nachher so Blüten außen dran. Die Blüten, gerade bei trockenem Honig passiert das gern. Die Blüten sind überhaupt kein schlechtes, keine Qualitätsminderung, ne? Sondern das ist einfach, der blüht dann halt an der Seite aus. So, es macht nichts. Ist sogar eigentlich, trockene Honige blühen schneller aus. Ist sogar ein Qualitätsmerkmal. Ja? Nur kannst du dem Kunden nicht erzählen. Will keiner hören. Deswegen besser Glas anwärmen, cremigen Honig einfüllen, stehen lassen, 2 Tage. Dann in die Kühlung stellen mit dem Honig oder in den kalten Keller stellen, schön fest werden lassen, dann verkaufen. Dann habt ihr auch die wenigsten Reklamationen oder ihr müsst am wenigsten dazu erzählen. So.
Eisberg fragt, wie ist das mit diesen kleinen Drehtischen bei Sventi-Abfüllern? Lohnt sich das? Kann ich nichts zu sagen, habe ich nicht. Brauche ich nicht. Bei mir ist es so, ich habe die kleine Sventi-Abfüllanlage und ein 300 Kilo Fass und ich fülle alles so ab. Bei 500 Gramm Gläsern bin ich genauso schnell wie der Abfüller. Und dann habe ich keinen Vorteil davon, wenn ich die Gläser erst auf den Drehtisch räume, die alle voll mache und dann alle vom Drehtisch wieder runter sortiere. Sondern ich nehme ein Glas, stelle das drunter, hau auf den Taster, dann läuft das Glas voll. In der Zeit nehme ich mir das nächste Glas, schiebe mit dem Glas das andere Glas weg, hau wieder auf den Taster, drehe das Glas zu, tue es wieder in den Karton. Brauche ich genau gleich lange für. Ein Drehtisch macht in meinen Augen nur Sinn, wenn ich auch eine Maschine habe, die den Deckel zudreht und es etikettiert. Aber das ist eine andere Baustelle. Wir machen auch mal richtig Technik für ambitionierte Hobbyimker oder Nebenerwerb. Heute machen wir Hobbyimkerei, weil das macht ja auch Spaß. Wie verhindere ich Luftblasen im Honig beim Abfüllen? Ja, das ist ein Thema. ST-Bastler fragt, wie verhindere ich Luftblasen im Honig beim Abfüllen? Das kommt ein bisschen darauf an, wie du abfüllst. Füllst du mit Maschine ab oder füllst du von Hand ab? Wenn du von Hand abfüllst, ist wichtig, dass der Honig. Das Problem ist doch so, Kinders. Wenn ihr Honig habt, der cremig ist, dann rührt ihr den und da passiert nichts. Ja? Ihr wollt abfüllen, geht aber nicht. Der Kunde kratzt an der Tür, ihr könnt keinen Honig verkaufen, der Honig will einfach nicht fest werden. So, und dann habt ihr aber abends, habt ihr irgendwie einen Termin mit der Frau, da wollt ihr nämlich irgendwie ins Kino oder irgendwas. So, und während ihr da guckt, seht ihr, der Scheiß wird fest. So, und dann habt ihr plötzlich das Problem, dass der Honig fest wird. Und dann muss der Honig ins Glas. Und dann sitzt ihr da bis nachts um drei und dann kommt da so eine Wurst aus dem Abfüller raus, ja? Und dann wisst ihr, ihr habt ein bisschen zu lange gewartet. Und ich glaube, der Trick da ist dann einfach der, dass ihr dann abfüllt, wenn der Honig abfüllbereit ist. Und zwar dann. Das Problem ist nur, ihr könnt das immer nicht so richtig steuern. Das ist aber so. Geht Millionen von anderen Imkern auch so. Gibt es auch keine Lösung für. Wenn ihr den Honig im Eimer irgendwie hinstellen könntet, dass der irgendwie 5, also sagen wir 28, 25 bis 30 Grad warm ist, dann könnt ihr den Eimer da hinstellen, den Honig da hinstellen und am nächsten Tag abfüllen. Da passiert nichts mehr. Der wird dann nicht fester und wird auch nicht flüssiger. Das ist so der magische Bereich. Aber habt ihr ja nicht. Hat ja keiner. Normalerweise. Deswegen ist es ganz sinnvoll, den dann abzufüllen, wenn er fertig ist, und dann müsst ihr auch zügig abfüllen. Und wenn der Honig schon zu fest ist, dann steigen die Blasen nicht mehr auf. Ein anderes Problem ist, wenn der Abfüller zu schnell läuft, gibt es auch Luftblasen. Ja, wenn der Abfüller zu langsam läuft, gibt es Luftblasen. Und die meisten Luftblasen also bei einem automatischen Abfüller gibt es aber dann, wenn die Zuleitungen nicht ganz dicht sind. Weil ihr müsst ja überlegen, der Honig ist relativ zäh. Und der ist zäh und der zieht irgendwie, der wird dann gezogen, ja. Und du kannst aber Flüssigkeiten nicht, geht ja nicht, ja. Und dann hast du plötzlich überall so Bläschen, die dann aufgehen. Und wenn der irgendwo eine Möglichkeit hat, an der Düse, an der Schlauchverschraubung, an irgendwo da Luft zu ziehen, dann macht er das. Und dann hast du nachher in den Gläsern, hast du nachher so ganz. Es gibt unterschiedliche Blasen. Wenn du beim Einfüllen Blasen hast, dann hast du nachher oben in der Mitte so drei, vier große Blasen, die platzen in der Regel. Wenn du nachher den schönen glatt abfüllst, dann stellst du ihn weg und dann machst du einen Deckel drauf und machst den Deckel nach einer Stunde nochmal ab und du hast oben drauf wie Luftschokolade. Dann sieht das scheiße aus. Dann hast du dann einfach irgendwo eine undichte Stelle in deinem System, wo der Luft zieht. So, dann würde man den Honig in einen Kühlschrank stellen oder in ein Kühlhaus oder eine kalte Garage, kalten Keller, wie auch immer, und schön langsam fest werden lassen. Da braucht er auch ein paar Tage und dann kann man ihn verkaufen und dann sieht der gut aus. Und dann hast du halt einen schönen cremigen Honig, der aber nicht
so, wie heißt es, schleimig ist. Ja. Ja, es gibt einen Vortrag von mir, Schmerzen des Wachstums, aber den findet er auch bei, der ist nicht bei uns auf der, ich habe den gar nicht verlinkt, glaube ich, bei uns. Der war, es war mal ein Vortrag beim Deutschen Berufsimkerbund. Den könnte man auch mal in schön machen, in neu machen. Damals war das, das war mein erster Vortrag, den ich zum Thema Bienen irgendwo gemacht habe. Da habe ich mich hingestellt und hab den Vortrag gemacht und wenn ich ihn heute sehe, dann wird mir dabei anders, weil ich so viel, ich glaube, ich jedes dritte Wort ist dann irgendwie, fluche ich immer so rum und so und ich war auch nicht so wirklich souverän, aber das war so ein Vortrag von Herzen und mich hat das immer so gestört. Mich hat das total gestört, dass da bei diesen ganzen Vorträgen die Leute immer so tun, als wäre das das Geilste. Ja, also ich meine, was wir machen, ist auch das Geilste, aber das ist nicht das Geilste, weil wir das machen. Weil wir so geil sind, sondern weil wir das so viel gemacht haben, wo es schiefgegangen ist, ja. Und jeden Fehler, den du machst, da kann man natürlich was bei lernen, ja. Und ich hatte, meine Idee war bei dieser Geschichte, dass ich einfach mal sage, was nicht so geil gelaufen ist, weil es ja auch irgendwie weiterbringt. Also mich bringt das auch weiter, wenn jemand jetzt sagt, ah ja, ich habe ja auch manchmal tolle Ideen, die sind aber nicht immer so toll. Egal. Ich fass noch mal ganz kurz zusammen, ja? Und dann machen wir Schluss für heute. Ralfs Vortrag gibt es auf Kanal von Armbruster Imkerschule, bitte? Ne, das glaube ich nicht. Das, der Binder hat mich überall geblockt bei allen möglichen irgendwelchen Social Media Kanälen und dann zeigt er meinen Vortrag, das fände ich extrem lustig. Kann das mal einer gucken, ob das stimmt? Das fände ich irgendwie ziemlich geil. Das würde mir den heutigen Tag versüßen. Egal. Also, ich fasse mal kurz zusammen. Sieben. Guckt, dass er von diesen Doppelsieben wegkommt. Doppelsieb ist gut für drei, vier Völker. Nach drei, vier Völkern ist Doppelsieb irgendwann, wird dann sehr mühsam. Dann ist ein Siebkübel die deutlich bessere Investition. Ein Siebkübel, ob das jetzt ein Lunzer ist oder ein vertikales Sieb, ist egal. Auf jeden Fall irgendeins, wo quasi der Honig aus der Schleuder nicht durch Sieb weg muss, sondern wo der Honig irgendwo reinkommt, da steht, sich trennen kann in leichte Partikel, schwere Partikel Honig und der Honig nur durchs Sieb muss. Geht viel besser. Klärfass ist die Traumlösung. Werdet ihr merken, wenn ihr mal ein Klärfass probiert habt, wollt ihr nichts anderes mehr, aber ich verstehe die Bedenken, die man am Anfang habt. Einmal Glas, ja, wie gesagt, seht zu, dass er euch keine Hobox antut, seht zu, dass er euch Hebetechnik antut. Es gibt auch so tolle Motorrad-Hebeböcke, wo man auch mal irgendwie einen Abfüller draufstellen kann. Da kann man den am Boden rühren, hochfahren und abfüllen, ja. Ihr müsst das nicht alles immer heben. Also das ist irre, ja, wer will denn so viele Sachen heben? Auftauen, haben wir gesagt. Nass trocken, also entweder mit so einem Weckmeister, funktioniert super gut, geht sehr schnell, geht halt immer nur ein Eimer rein. Oder aber ihr macht das mit so einem Wärmeschrank, könnt ihr machen, wie ihr Bock habt. Kostet beides nicht die Welt, aber es wird nicht richtig flüssig. Also, es ist gut, um den Honig aus dem Eimer rauszubekommen, ohne dass man da mit so einem Spaten drin rumwühlen muss. Niemals Honigspaten, ja? Bitte macht das nicht. Das ist so ein Ding. Da kann man irgendwie im Schützengraben irgendwie den Gegner mit köpfen, aber bitte fangt nicht an, mit dem Honig da mit dem Spaten rumzumachen. Das ist wirklich, das ist das Allerletzte. Wenn ihr den Honigbrei habt im Eimer und ihr müsst ihn ganz verflüssigen, weil ihr das später erst impfen wollt und dann rühren wollt, dann nehmt dann Militärm. Und wenn ihr für den Militärm die Kohle noch nicht habt oder es für euch nicht reicht, also für euch zu groß ist, kauft euch eine Spitzsiebheizung. Die ist zwar teuer, aber die könnt ihr auch beim Schleudern benutzen, die könnt ihr bei ganz vielen Gelegenheiten benutzen. Das ist eine patente Lösung. Da kann man das Spitzsieb dann quasi in so einen Hobock reinhängen, da die Spitzsiebheizung rein, Honig durchkippen und unten läuft dann super schöner, klarer Honig raus, ohne irgendein Kristallchen. Rühren. Gerührt wird,
Normalerweise nur in Edelstahlbehältern, wegen dem Abrieb. Ihr wollt kein Mikroplastik. Wenn ihr doch in Plastik rühren müsst, nehmt euch eine Spirale, die wie sowas, wo ihr keinen Abrieb erzeugt, weil die glatt ist. Ja, ganz wichtig. Was ihr, wenn ihr euch noch nicht habt, kauft, könnt ihr mir später für danken. Ja, nehmt ihr hier so Teigschaber, werdet ihr brauchen. Braucht man immer. Abfüllen kannst du machen in so einem Hobbock mit so einem Quetschhahn. Kannst einen Plastik-Hobbock mit Quetschhahn nehmen. Kannst einen Edelstahl-Hobbock mit Quetschhahn nehmen. Finde ich gar nicht so schlimm. Finde ich nicht so, finde ich, mache ich auch manchmal. Also ich mache auch, wenn wir flüssigen Honig abfüllen, dann fülle ich immer nur so ein paar Eimer ab. Also ein paar Kisten ab, ein paar Kartons ab. So ein Eimer sind vier, Kartons, 500 Gramm Gläser. Mache ich zwei Eimer, dafür mache ich da drüben, mache ich den Abfüller, den elektrischen, nicht an. Das mache ich dann auch mit so einem Quetschhahn. Finde ich super. Kann man so sitzen. Ihr wisst, dass ihr eine geeichte Waage braucht. Wisst ihr? Kann man schon haben. Ich habe auch eine von Kern, so eine ganz kleine. Die war gar nicht schlimm teuer und ich finde die total geil. Weil die Gläser sind nicht immer gleich schwer. Die kannst du mit einfach unter den Quetschhahn drunter schieben. Und da kann man auch so Küchenutensilien mit abwiegen. Ich benutze die einfach so als normale Waage. Ja. So. Das war's. Nächste Woche wird richtig gut. Nächste Woche haben wir total Top-Gast. Herr von der Ohe, der Honigpapst. Das sind so Leute, wo man irgendwie immer von den Büchern gelesen hat. Und jetzt hat man das Glück, dass man die auf dem eigenen Kanal findet. Also so ist zumindest angedacht nächste Woche. Und da freue ich mich richtig drauf. Weil das ist echt, also das finde ich schon schön, wenn jemand irgendwie so... Es ist schon geil, wenn jemand von irgendwas er macht, so richtig Ahnung hat. Das wird ja immer in unserer Zeit so ein bisschen unterbewertet irgendwie. Da reicht es ja, wenn man Influencer ist und irgendwie Kisten auspackt, um Karriere zu machen. Aber ich finde es schon schön, wenn jemand irgendwie wirklich weiß, was er macht und da wirklich Ahnung hat und Herzblut hat. Und dass solche Leute dann bei uns auf dem Kanal irgendwie auch dazu beitragen, das so ein bisschen in die Breite zu tragen, finde ich richtig, richtig, macht mir Spaß. Finde ich ganz toll. Ich lese gerade hier, Quetschhahn in einen Deckel machen, hilft am Anfang sehr. Ja, hilft am Anfang sehr, mir ist mal so ein Deckel weggeflogen. Dann hilft dir das nicht mehr so sehr. Dann ist, war nicht so geil. Egal, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was zum Thema Technik sagen. Wie gesagt, kauft euch, wenn ihr euch eine Bohrmaschine habt zum Rühren, kauft euch irgendwas Vernünftiges. Also es muss nicht teuer sein, es muss nur untersetzt sein und Kraft haben, Drehmoment. Und wir sehen uns, wir sehen uns jetzt länger mal, glaube ich, nicht mehr, weil nächste Woche macht Herr von der Ohe, danach macht, ich glaube, Wolfhard schon. Es sind verschiedene Sachen. Wir haben so geile Sachen in der Pipeline jetzt. Ich freue mich drauf. Aber wir sehen uns dann hier im Chat. Irgendwie so. Könntest du mal was generell zum Thema machen vom Hobby in den Nebenerwerb? Ja, kann ich machen. Kann ich mal was machen? Kann ich mal was zu machen? Wobei wir da ja auch irgendwie so... Ich mache das halt alles, ne? Ich habe das ja auch nie gelernt. Es funktioniert gut, aber ich würde mich da jetzt nicht irgendwie... Ich kann nur sagen, wie wir das machen. Aber das könnte ich machen. Da kann ich sogar sagen, wie wir es machen, was funktioniert und was nicht funktioniert. Kinders, ich wünsche euch was. Wir sehen uns nächste Woche. Ah, hier, warte. Moment. So, ich habe auch Wein. Prost. Ich wünsche euch was auf euch.